Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tagged. So, wir haben das letzte Mal hier mit diesem Transmutation Table rumexperimentiert und zwar haben wir da Sachen reingehauen, zum Beispiel das hier, das kann er jetzt schon. Oder auch Wooden Planks kann man den auch beibringen, das ist alles klar. Hier, wir können dann noch Erde beibringen, das ist alles klar. Hat er gelernt? Ja. So. Ja. Was man jetzt damit machen kann, ist auch ganz praktisch, wenn ich jetzt nochmal... Ich habe noch irgendwo einen Diamanten gehabt, ne? Da, einen Diamanten. Und dann haben wir auch noch Kohle. Ich nehme mal hier den Stick mit. Damit ich den ja auch gleich Diamanten noch beibringen kann. So, einmal Diamanten. Kann er, okay. Einmal Kohle. Kann er auch. So, was ihr jetzt seht, ich kann zum Beispiel, wenn ich hier eine Kohle reintue, kann ich daraus auch einen Redstone wieder rausnehmen. Habt ihr gesehen, ne? Ich kann auch genauso gut einen Redstone reinnehmen, reintun und eine Kohle wieder rausnehmen. Aha. So, Diamanten. Seht ihr es mit den anderen zusammen? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein... Ja, das ist das Problem. Es geht also nach Wert. Der Diamant braucht 8192. Gut. Da, für einen Diamanten könnte ich jetzt zum Beispiel ein 64er Stack Obsidian hier rausholen. So, oder auch noch mehr. Ich hab, oh Gott, wie viel habe ich jetzt rausgeholt? Theoretisch sollte ich auch wieder einen Diamanten rauskriegen. Moment. So, da haben wir den Diamanten wieder. Puh. Ihr seht, ich muss also nur so viel verfeuern und dann kriege ich auch das wieder raus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Kohle reintue, dahin, dann habe ich auch 8192, kriege dafür aber leider keinen Diamanten. So, ist doof. Ist aber so. Man kann aber... woran liegt das nochmal, dass man das nicht kann? Ich glaube, die haben hier oben... Genau, das sind Fuel. Fuel. Und das hier sind Matter, also Materie. Genau. Wenn ich jetzt aber genug zum Beispiel von hier in den Zeug reintaue, dann seht ihr, was ich dafür kriege. Ja, versteht ihr? Dirt hat zum Beispiel ganz wenig. Müsste ich verdammt viel reinhauen, aber irgendwann könnte ich daraus auch... was hat ein Netherbrick denn? Ja. Man kann da alles mögliche reinfallen und in anderes Zeug umwandeln. Und, ja. Wenn ich genug zusammen... Was kann man mit Diamanten... ich kann auch irgendwie Diamanten herstellen, logischerweise, dadurch. Wenn ich denn genug Zeug reingeballt habe. Ich habe jetzt hier den quasi aufgeladen um 428. Ich kann auch allen möglichen anderen Mist reinschmeißen und den immer weiter aufladen. Was habe ich denn noch? Kohle ist vielleicht zu wertvoll. Ich weiß nicht, was hat Gummi denn für einen Wert? Ich kann auch mal eben den Gummi hier überhaupt mal... Kann ich gar nicht. Ich kann ihn auch nicht verfeuern. Oh, interessant. Unser Gummi kann er nicht. Es wird gerade Nacht. Ich gehe jetzt mal eben kurz in mein Schlafgemach, was immer noch da hinten steht. Aber ich meine, ich habe hier auch noch kein Dach drauf. Das müssen wir alles noch ändern. Aber ich wollte euch jetzt eben diesen Transmutation Table zeigen. Aber verstanden habt ihr den, ne? Also man kann da Sachen reinschmeißen, der Wert wird dann gespeichert. Und für den gleichen Wert kann man dann einen Gegenstand... wieder rausziehen. So kann man das sagen. Allerdings nur, ich muss quasi Materie reinschmeißen, wenn ich Materie wieder aushaben will. Ne, jetzt habt ihr so ungefähr den Einblick, hoffe ich. So, Materie kriegen wir im Moment noch raus, für das Geld, was wir haben. Also Geld für die EMC. So, was haben wir denn noch? Was können wir noch da reinfeuern? Tin Ore, Glowstone, Netherrack, ich weiß nicht, was haben denn Kupferbarren zum Beispiel? Kann man die da reintun? Da muss man mal ein bisschen mit rumspielen. Ich kenne das natürlich nicht genauso. Kupferbarren kann man reintun. Hat ein EMC von 85. Also irgendwie ist nicht so prall, ne? Muss man einiges von reinschmeißen, damit man einen Diamanten rauskriegt. Was kann man noch nehmen? Ja, mehr haben wir hier gar nicht. Ich könnte mal... Habe ich noch Cobblestone oder sowas da hinten im Haus? Gucken, wie viel man davon reintun muss. Also das ist einfach nur, falls man nicht genug Diamanten findet, kann man das auf diese Art und Weise vielleicht etwas beschleunigen. So, wir haben ja noch Cobblestone, EMC von 1. Also wirklich, kann man nicht wirklich gebrauchen. Ich guck mal, das hat einen hohen EMC-Wert. Hier, zum Beispiel. Aber ich glaube, das kann ich, das ist keine Materie. Ich probiere das Uran. Das brauche ich doch später für was anderes, oder? Ich könnte hier so ein bisschen, Lapis nehmen. Den Uran tun wir bitte mal wieder weg. Die sind auch nicht so schlecht. Ich nehme mal hier von 5 Stück mit. Ich weiß nicht, ob man das umwandeln kann. Das gucken wir jetzt gleich mal nach.
Lalala. Ein bisschen ausprobieren gehört halt immer dazu. Ich weiß nur, wie es ungefähr theoretisch funktioniert. Wie es genau praktisch aussieht, muss ich dann auch noch lernen. So, Lapis mal da reinpacken. Aha, das ist auch Meta. Das ist schon mal ganz gut. Und hier auch mal das hier lernen. Das ist auch ganz gut. So, jetzt können wir hiermit einfach diesen Wert, den wir da gespeichert haben, erhöhen, indem ich einfach mal 7 Stück da reinfeuer. Ja, habt ihr schon gesehen. 8291. Dafür kriege ich schon mal einen Diamanten raus. So, jetzt habe ich mehrere Sachen in einen Diamant umgewandelt. Der Rest, der noch hier ist, kann ich ja wieder in Cobblestone machen oder sonst was. Völlig egal. So, jetzt interessanterweise habe ich jetzt einen Diamanten zufällig mehr, als ich eigentlich haben dürfte. Na, ich habe ihn ja nicht erschiedet. Ich habe ihn ja den EMC-Wert getauscht. So, das bleibt mal alles hier. Ob ich hier meine Kohle. Ach, da habe ich ja noch Kohle. Gut. Ja. Ich brauche eine Kohle. Denn ich habe noch was anderes vor, was ich euch zeigen will. Und zwar kann ich jetzt mit ein Kohle und einem Diamanten den blauen Covalence Dust herstellen. Und mit dem blauen Covalence Dust und der Wünscheroute erhalte ich die Divining Root der obersten Stufe. Und diese Divining Root, die kann jetzt nicht wie die letzte 16x3x3. Nein, diese Divining Root, die scannt 64x3x3. Und nicht nur den besten Found, sondern auch den zweitbesten und den drittbesten. So, jetzt gehen wir mal runter in die Mine, das kann ich euch mal direkt zeigen. Wo ist denn jetzt mal eine Mine? Da. Oh, der Flachs ist gewachsen, oder? Ist zumindest größer als vorher. Ich weiß nicht, wann der Flachs fertig ist. Wir lassen uns einfach noch ein bisschen weitermachen. Damit kenne ich mich halt noch nicht, auch noch nicht aus. Es gibt noch so viele Sachen, die ich hier in Tagit noch nicht kann, dass ich da auf jeden Fall noch lange Spaß dran haben werde. So, jetzt sind wir ganz unten. Gehen wir mal hier so in den Gang lang und jetzt gehen wir einfach mal hier so quer durch die Wand. Ja, da gibt es nichts. Und hier auch nichts. Das kann doch nicht sein, hier gibt's. Ich habe echt so eine miese Gegend, oder was? 64, das ist hier. Ne, das hier. Hier gibt es was, zumindest in der Wand, das müsst ihr ja jetzt erkennen. 256, das ist jetzt in dem Fall dieses Zeug. Wo ist denn jetzt hier? Ich höre doch Zombies. Und da hinten ist ein Slime. Ist ein Slime hergehüpft? Habt ihr das gesehen? Interessant. So. 64x64 habe ich gesagt. Wenn ich jetzt hier scanne, dann habe ich 64. Das müsste auch hier der Cobblestone sein. 64 ist, könnte auch das da sein. Oder was ist da oben? Muss aufpassen, wo ich hier scanne. 256. So. Was ist hier denn? Habe ich noch eine Fackel dabei? Eine. Oh ja, eine Fackel ist ausreichend. Nicht wirklich. Guck mal wieder mit. Ich glaube, das ist mal besser. Hier die Kohle, die hat 128 und das Second ist 85, das wird irgendwas anderes noch sein. Ja, und Value Around ist, wie weit das weg ist quasi. 16.384, Best Found. Bei was? Bei denen hier? Ne, bei dem daneben, ne? Was hat denn 16.000? Das weiß ich gar nicht. Around 494, was auch immer das bedeuten mag. Ich grab mich mal jetzt hier durch, auch wenn das hier ein bisschen gefährlich ist. Ich mache das mal eben gerade zu. Nur sehe ich dann jetzt leider nichts mehr. Das ist ja interessant. Kann ich hier irgendwie Fackeln herstellen? Habe ich Holz dabei? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay, ich muss mal irgendwie zwei Fackeln jetzt haben. Ich habe irgendwo zwei Fackeln nah zusammenhängen, wo ich nicht unbedingt... Komm her, du, kann ich mitnehmen. Wieso habe ich denn kein Holz hier unten? Und hier ist auch eine, die einfach zu viel, und zwar die da. Jetzt muss ich aber gucken, was das für ein, was da so einen hohen Wert hat. Das würde mich jetzt interessieren. So, das war hier, ne? Genau. So. Jetzt ist halt die Frage, wo das jetzt ist. Hä? Ich sehe es nicht mehr. Hallo? Da unten.
Wie da unten. Lava. Hat Lava so einen hohen Wert? Kann das sein? Nein. Unterhalb dieser Lava muss irgendwas sein. Ne, eigentlich ist es in dieser Höhe hier. Moment, ich buddel mal hier noch ein Stück weiter. Hier kann ich einen Meter nach unten gehen, okay. Wir scannen jetzt also da nochmal. Hä? Wo ist denn das? Das ist echt hier unten runter. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir nehmen mal den Wassereimer und machen da mal zu. So, dann gucken wir mal nach. Da ist noch mehr Lava. Mehr Wasser. Warte, Moment, kann ich... Ah, da ist noch mehr Lava, alles klar. So. Ah, das ist doch schön jetzt hier. Jetzt arbeiten wir das mal eben schnell ab. Hilft ja nichts. Wir müssen ja mal gucken, was da unten jetzt wirklich ist. Denn, was, 16.000? Was hat denn 16.000? Ich glaube, das ist das Zeug, woraus man, was man dann zu Diamanten machen kann. Bin mir aber gerade nicht sicher. Noch mehr Lava zu finden hier. Die Frage ist, wie tief ist diese Lava? Habe ich irgendwie Gravel dabei oder sowas? Dirt. Dirt. Naja, vielleicht besser als nichts, ne? Gucken wir mal. Okay, da läuft es jetzt rein. Wir müssen wahrscheinlich noch weitermachen. Also lieber ist mir natürlich, wenn wir das nicht mit Wasser machen, sondern einfach mit Erde zukippen, weil es dann schneller geht, um da durchzukommen. Und ich wollte eigentlich irgendwie noch was anderes zeigen und die Zeit schreitet schon wieder vor. Das ist... aber jetzt habe ich hier gerade was gefunden, wo ich wissen will, was das ist. Wie, jetzt nur noch 2000? Hm, hatte ich nicht gerade 16.000? Das ist weg, die 16.000. 2000. Es ist nicht mehr vorhanden. Hä? Vielleicht war es ein Anzeigefehler. Also, normalerweise kenne ich auch nur 8000 irgendwas. Wenn es besser ist, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Oh, komisch, dass hier hinten nirgends was ist. Entschuldigung. Ah, da ist noch ein Slime. Komm her. Verprügel dich mit der Route. So. Haben wir schon mal keine Schleimsorgen mehr. Wo kam ich denn jetzt her? Suchen. Wo ich herkam. Wo gehe ich hin? So, natürlich kann man ja immer ein bisschen scannen. Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, von hier aus kam ich auf jeden Fall nicht. Ach, hey. Aber komisch, wie wenig Diamanten es eigentlich nur hier gibt. Das ist echt eigenartig. Jetzt auch mit diesem Ding finde ich einfach nicht mehr Diamanten. Ja, 2000, das ist Gold. Aber hier bin ich auf jeden Fall nicht hergekommen. Ich muss woanders hergehen. Ah, nee. Wo bin ich denn hergekommen? Wenn ich da jetzt weitergehe, dann bin ich gleich tot. Ich mal aufpassen hier, was man hier macht. Oh, Creeper, hi. Na? Boom. So, der ist tot. Vor denen haben wir nichts mehr zu befürchten. Ich glaube, ich komme immer irgendwo hierher, oder? Ich bin jetzt gerade einfach hier so runtergerannt. Ich habe keine Ahnung mehr. Verdammt, Mist. Ich konnte mich nicht so verlaufen. Ich könnte mich natürlich einfach hochbuddeln. Ohne irgendwie was zu haben. Jetzt hier so. Außer Spitzhacken. Wo geht's denn hier hoch? Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Mich einfach hochgebuddelt, ne? Ah, nee. Ich wollte euch ja noch sowas anderes zeigen. Komme ich jetzt auch nicht mehr zu. Was ist das? Die nehmen wir noch mit. Die kann man immer gebrauchen. So. Mitnehmen, okay. Wasser. Ich habe natürlich nur genau eine Fackel. Und dann wird es da verdammt dunkel, okay. Da geht's weiter runter. Bringt uns alles nichts. Bringt uns alles nichts. Wo kommen wir wieder zurück? Eventuell von da, das glaube ich aber nicht. Natürlich nicht. Warum sollten wir auch von hier gekommen sein? Pilze.
Da hinten ist zumindest hell. Vielleicht kann man da irgendwie hoch. Na, hallo, wo ist mein Gang jetzt? Ah. Verdammter Mist. So schnell kann man sich verlaufen.